Mars ist der rote Feuerplanet am Himmel und wir können ihn auch manchmal sehen. Und in der Astrologie steht er im eigenen Horoskop für deine Willensstärke, für deine Willenskraft, für deinen Krieger, der sozusagen holt, was du möchtest, was deine Bedürfnisse sind, was du gerne schön findest. Und dein Marszeichen zeigt dir also an, wie du diese Energie nutzt und wie du sie verwendest, wie du dir die Dinge holst, die du brauchst, die du willst. Also es ist auch nicht wirklich was logisch Denkendes, sondern es ist ein instinktiver Teil von dir, der vor allem dann für dich spürbar ist, wenn du zum Beispiel wütend wirst oder wenn du sexuell erregt wirst. Also es gibt viele Bedeutungen von Mars und was er allgemein bedeutet, habe ich mal in einem Intro-Video zusammengefasst. Das kannst du dir gerne anschauen, wenn du es noch nicht kennst. Und auch gerne natürlich den Kanal abonnieren, um kein weiteres Video von mir zu verpassen. Wir lernen also hier nämlich viel über Astrologie. Und Astrologie ist eigentlich ja, viele Puzzleteile, die man zusammensteckt. Und wir gucken uns hier ein Puzzleteil an. Und das ist Mars in Steinbock. Und Mars in Steinbock in der Astrologie gibt es zum Beispiel in der traditionellen Astrologie, nennt man dieses Mars-Placement als erhöht. Also es ist ja in seiner schönsten Ausprägung sozusagen. Weil Planeten sind so ein bisschen wie so kleine Mannequins, die haben alle ihren Job. Und der Krieger, wenn er das Kostüm vom Steinbock anhat, dann ist er der, der seinen Job richtig, richtig gut machen kann. Und warum? Weil der Steinbock das, ja, das Tierkreiszeichen ist, was sozusagen für ja, Stabilität, Ausdauer, Verantwortungsbewusstsein steht. Also es ist jemand, der sehr zielgerichtet ist, sehr ambitioniert ist und dabei sich aber eben nicht von rechts und links ablenken lassen lässt. Und auch nicht so, ja, das ist Erde, das ist ein kardinales Erdzeichen und der Saturn beherrscht den Steinbock. Also wenn wir Saturn-Energie mit Mars haben, dann sind das Leute, die einfach sehr diszipliniert sind. Die wissen, dass gewisse Dinge auch Zeit brauchen. Also Mars in Steinbock, ja, das ist das erhöhte Tierkreiszeichen, weil wir nicht wie der Widder impulsiv handeln und dadurch vielleicht manchmal auch unsere Energie verschießen und dann uns wieder regenerieren müssen, sondern das ist die Maschine, die ständig am Laufen gehalten wird. Also das sind die Menschen, auf die kann man sich verlassen, die kriegen den Job dann. Also ich wünschte Steinbock-Energie, Mars und Steinbock. Ja, das sind die Leute, wo du weißt, die lassen sich nicht von ihrem Ziel abbringen. Das sind die Leute, wo du denkst, boah, der macht das immer noch. Und dann denkst du so, boah, ist das nicht schon voll lange? Wie lange macht er diese Diät zum Beispiel schon? Und dann denkst du, ja, der macht die schon richtig lange, weil er ein gewisses Ziel hat. Und wo alle anderen, weiß ich nicht, Weihnachten irgendwie zum Beispiel alles schon über Bord geworfen haben, ist der Steinbock diszipliniert und sagt, nein, ich habe ein Ziel vor Augen und das würde mich zurückwerfen, also tue ich es nicht. Also es ist doch so jemand, ja, sehr verlässlich, verantwortungsbewusst und Menschen, die eben sehr gut arbeiten. Also ich glaube, gerade im Arbeitskontext ist das etwas, was sehr lobenswert ist, was gerade in unserer Gesellschaft sehr anerkannt ist. Also auch wenn man zum Beispiel Mars im 10. Haus hat, sind das Menschen, die einen starken Fokus auf ihre Ambitionen haben, etwas in der Öffentlichkeit zu bewirken, also vor allem etwas langfristig aufzubauen. Also es ist doch dieser Fokus, ein Karrierefokus, der aber sowas hat von so einer inneren Drive, du willst etwas erschaffen, was von langer Dauer ist. Also es ist wirklich nicht diese, was sind diese ausdauerfähigen Menschen, was tickt die denn dann aber? Was nervt sie denn? Oder warum, wann werden die denn dann überhaupt wütend? Und das ist so eine Sache, die werden nicht, also es ist auf keinen Fall eine explosive, böse Energie. Also es ist nicht so dieses, ja, die schlagen jetzt nichts zusammen. Aber die sind, glaube ich, schon sehr angefasst, wenn sie, ja, wenn sie kritisiert werden oder beziehungsweise keine Anerkennung bekommen. Wenn ihre Arbeit, für die sie viel, viel Zeit investiert haben und sie wissen, dass es gut ist, weil sie so eine hohe Selbsterwartung haben, wo sie denken, wenn jetzt das noch jemand kritisiert oder nicht anerkennt, was für Zeit und Mühe darin steckt, das ist, glaube ich, was, was sie, ja, was sie sehr wütend machen kann. Genauso wie so eine falsche Autorität. Also eine falsche Autorität nicht unbedingt, aber doch, es ist so ein bisschen dieses, es geht nicht darum, dass sie der Boss sein müssen, aber es geht darum, dass sie verantwortlich sind. Und wenn sie die nicht bekommen und irgendjemand anders bekommt, der irgendwie unfähig in deren Augen dazu ist, dann ist das, glaube ich, was sie auch sehr wütend machen kann. Wenn man ihnen zum Beispiel was wegnehmen würde, wofür sie lange gearbeitet haben. Also auch so ein bisschen sowas wie, ja, ich glaube. Zum Beispiel so Sportler, die zum Beispiel den Titel verlieren oder so. Das ist sowas, glaube ich, wenn man denen das wegnimmt, dann macht die das schon sehr wütend. Gerade wenn sie das Gefühl haben, dass es nicht verdient ist. Also wenn das jemand anders nicht verdient hat. Und das ist irgendwie so das
krasseste, glaube ich, zum Beispiel, das sieht man an Sportlern zum Beispiel, die oftmals auch Steinbock-Energie haben oder ein inneres Feuer, ja, die vor allem durch den harten Weg irgendwie an ihr Ziel kommen. Und die wissen, dass man, wenn man eine Niederlage erlebt, zum Beispiel aus diesen Fehlern lernt. Also, dass man sagt, boah, ich möchte mich nie wieder so fühlen. Das ist das schlimmste Gefühl auf Erden. Und deswegen werde ich alles dafür tun, dass mir das nie wieder passiert. Also es ist schon so die harte Schule und die machen keine Abkürzungen. Das ist das. Mars in Steinbock nimmt keine Abkürzungen und aufgrund dessen sind sie einfach die, die auf lange Sicht eher an ihr Ziel herankommen als die Menschen, die halt aufgrund ja, Faulheit oder ja, Gemütlichkeit mal eben die Abkürzung nehmen und dann leider woanders landen. Also es ist doch so dieses, ja, sehr bewundernswert. Also ihr merkt schon, ich finde das selber eine Energie, die ich am liebsten auch hätte und von der wir uns alle was abschneiden können. Also Disziplin, Ausdauer ist schon was, ja, das bringt einen ans Ziel, an die Dinge, die man möchte, wenn man nicht so emotional ist. Das ist halt das. Der Ausgleich wäre halt zum Beispiel der Mars in Krebs. Ja, das sind Menschen, die sind total emotionsgeleitet. Und das ist vielleicht auch das, was manchmal diesen Menschen nicht unbedingt zugesprochen wird, hängt auch wirklich vom eigenen Horoskop ab. Aber es ist so, Entscheidungen werden rational getroffen. Sie werden mit Bedacht getroffen. Sie werden mit einem Langzeitgedanken getroffen und nicht aufgrund. Und apropos Stimmung, wenn man sie in Stimmung bringen will, ja, das ist so eine Sache. Also ich glaube grundsätzlich Erde, Kardinal. Sehr männliche Energie. Also, das sind schon Menschen, die haben einen starken Sex-Drive, der aber sehr natürlich kommt und der sehr, sehr, finde ich, auch doch schon so auch ein bisschen animalisch kommt, weil es so ein bisschen ist, dieses so, es ist diese Energie im Körper spüren, ist was, was sie gerne tun und was sie, glaube ich, gerne haben. Und es ist wirklich dieses so, das holen die sich schon. Also, es sind doch schon, glaube ich, grundsätzlich jedes Mars, Erdzeichen ist. Sehr körperbetont und das auch beim Sex. Aber es ist doch schon mehr dieses so, ja, Kontrolle gerne auch mal abgeben. Also ich habe das Gefühl, zweierlei. Also es könnte so ein bisschen sein, dass man selber vielleicht, ja, grundsätzlich sind das Menschen, glaube ich, die gerne Kontrolle auch mal ab lassen wollen, gerade beim Sex. Und das aber nur können, wenn sie quasi die Situation unter Kontrolle haben, wenn man das so ein bisschen versteht. Also wenn sie wissen, dass ihre Fähigkeiten gut sind, wenn sie ihren Partner gut einschätzen können, wenn sie die Situation gerade gut einschätzen können, wenn sie das Setting gut einschätzen können. Also wenn sie das Gefühl haben, sie haben die Situation unter Kontrolle, dann glaube ich, lassen sie sich auch gerne gehen. Also es ist sowas, wo ich nicht sage, dass sie unbedingt dominant sein müssen. Es sein können auf jeden Fall. Aber es ist dieses, ja, also ich glaube. Sex allgemein wichtig, gerne, viel, ausdauernd, das war das, ausdauernd, also es ist nicht kein Sprint, es ist kein Sprinter. Und warum? Weil sie eben eine gewisse Kontrolle haben. Sie sind jemand, die sozusagen für den Genuss oder den schönsten Genuss, schönsten Orgasmus, es lange aushalten können. Also es ist dieser Verzicht auf das sofortige Befriedigung, um sozusagen das Beste aus der ganzen Situation zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Also es sind Menschen, die können auch lange ohne Sex ausgehen. Also ich habe ja gesagt, gerne, ja, gehört zu den Grundbedürfnissen, aber wenn es irgendwie aufgrund der Arbeit oder sonstigem nicht passt, verzichten die da auch drauf. Und es ist auch dieses so eine Beziehung zum Beispiel nachzugehen. Also so wenn du jemanden datest, einen Mars in Steinbock, der wird sich das gut überlegen, der wird sich Zeit dafür nehmen und der wird nichts überstürzen. Der wird genau gucken, ob das irgendwie passt und ob das auch in sein Ding passt. Weil das sind Menschen, die, glaube ich, nicht von dir wollen. Also sie motiviert es zum Beispiel einfach, das Beste aus sich zu machen. Das heißt auch, dass die zum Beispiel dich gut finden, wenn du auch das Beste aus dich machst oder wenn ihr euch ergänzt. Also es ist nicht dieses so, du musst unbedingt super schön aussehen. Also natürlich ist ein Erdzeichen so, die stehen schon auf vielleicht schöne Körper oder so, aber es ist mehr dieses, du musst dein eigener Mensch sein und du hast deine eigenen Ziele und er hat seine Ziele oder das Marszeichen, ne? Also es ist gar nicht, weil es ist gar nicht auf Geschlecht bezogen, sondern es ist dieses, er braucht nichts von dir. Dieses Marszeichen braucht nichts von dir. Es braucht nur deinen Support, deine Unterstützung darin, dass du sozusagen auch siehst, der Weg, den er geht, das ist wichtig für ihn und deswegen ist es umso wichtiger, dass du auch dein eigenes Ding hast. Und dass man sozusagen gemeinsam die Bergspitze erklimmen kann. Das ist, glaube ich, bei diesem Mars Steinbock ist immer der Bock, der den steilen Berg hochläuft. Also das musst du dir so vorstellen.
Und das ist auch das, was die zum Beispiel in der Langzeitbeziehung suchen. Die besuchen niemanden, der sie vielleicht ablenkt, der chaotisch ist, der emotional ist, zu emotional. Also der Ausgleich ist wichtig. Und eine gewisse Flexibilität ist auch, glaube ich, das kann zum Problem werden, wenn sich die äußeren Umstände wirklich so sehr verändern, dass ein Ziel nicht mehr realistisch ist, zum Beispiel. Sie sind einfach so ehrgeizig, sie sind so fokussiert, so wettbewerbsorientiert und das ist das, was sie motiviert, das ist das, was sie antreibt. Kleine Meilensteine, Ziele, weil sie einen Plan haben, das sind Dinge, die sie motivieren und ich glaube, sie streben nach einer gewissen Anerkennung. Also es hat schon so ein Mars-Placement, auch wenn man Mars im 10. Haus hat, dann sind das Menschen, die ja über die Zeit, also das 10. Haus ist auch etwas, was wir über die Zeit erst entwickeln und Saturn-Energie regiert die Zeit. Also hier geht es darum, über die Zeit etwas zu manifestieren. Also es manifestiert sich nicht sofort und es manifestiert sich nicht durch mal eben was getan, sondern es ist wirklich dieses, die Besten kommen nur in den Garten, wenn sie, nur die Harten kommen in den Garten, fällt mir gerade ein. Also wirklich die, die sich, ja, die sich nicht von ihrem Ziel abbringen lassen. Und das ist auch wirklich dieses, versuchst du einen Mars in Steinbock Menschen von irgendwas zu überzeugen, ist, glaube ich, nicht so einfach. Also es sind Menschen, die wissen schon ganz genau, warum sie etwas wollen. Und sie davon abzubringen ist. Und ich glaube, ich hatte das ganz am Anfang schon angesprochen. Was ist es, was sie so motiviert? Ja, die Anerkennung, aber auch diese Gefühle, die sie nach einer Niederlage zum Beispiel erleben. Und ich glaube, da kommt ganz viel so in so einer eigenen Selbsterwartung, also hohe Erwartungen an sich selbst, also sehr hoch. Steinbock ist Exzellenz. Wo die Jungfrau perfektionistisch ist, im Detail ist der Steinbock wirklich der, der sagt, es muss von jeder Seite langfristig betrachtet perfekt sein oder richtig sein und stabil sein und Struktur und Ordnung haben. Und ich glaube, das Schlimmste für sie ist auch dieses, das nicht zu erreichen, das Potenzial nicht zu erreichen, das eigene Potenzial. Und ich glaube, wenn, jetzt habe ich diese ganzen schönen Dinge gesagt und vielleicht spürst du das selber gar nicht. Also vielleicht bist du jemand, der, ich mache gar nichts, ich bin total faul. Das sind schon die ersten Alarmglocken, die dann läuten sollten, weil du brauchst etwas, was dich motiviert. Du brauchst ein Ziel, du brauchst einen Plan und du musst dir wirklich kleine Ziele auch setzen, kleine Zwischenziele setzen und eine Vision haben. Das sind Menschen, die arbeiten auf eine Vision hin und die lassen sich aber nicht von eben Zimperlichkeiten oder Emotionen ablenken. Also es ist wirklich dieses Sportler, finde ich, also Leistungssportler sind immer das beste Beispiel. Und zum Beispiel Kobe Bryant, ich glaube, ich weiß gar nicht seine Platzierung. Aber es ist auch dieses so, das ist der, der immer schon nachts 3 Stunden in der Halle trainiert hat. Und das sind die, die quasi immer, immer einen Schritt voraus sind und immer mehr arbeiten als alle anderen. Und das, weil sie selbst es sich nicht verzeihen könnten, es nicht getan zu haben. Also, und weil, wenn sie es nicht tun, dann leiden sie unter starken Schamgefühlen, starken, ja, Selbstwertmangel vielleicht auch, weil sie wissen, sie könnten eigentlich mehr. Also fühlst du dich da jetzt angesprochen? Ne? Beweg dich, tu was. Werd auf jeden Fall wieder physisch aktiv auch. Also es ist wirklich was gerade, sowas kann durch körperliche Bewegung auch wieder angeregt werden. Ne? Also gerade wenn sowas einschläft, es ist sehr, sehr wichtig, sich zu bewegen, um einfach wieder auch das Gefühl zu haben, ich sitze nicht nur und schaue an der Seite zu, sondern ich mache genau mit. Weil dieses Marszeichen möchte manifestieren. Wenn man Mars im 10. Haus hat, dann möchte man große. Das sind die Menschen, die wirklich ja, den Weg hoch erklimmen, weil sie die Welt von oben sehen wollen. Sie wollen nicht unbedingt, es ist nicht dieses, sie wollen nicht auf dich herabschauen. Also die schönste Ausprägung vom Steinbock ist nicht auf dich herabschauen, sondern wirklich die Welt von oben sehen und zu wissen, dass ich es selber gemacht habe, dass ich es selber geschafft habe. Also es sind Menschen, die sind sehr, sehr selbstverantwortlich. Und nehmen ihr Leben in die Hand. Das ist wirklich dieses, ich arbeite mit dem Material Zeit oder mit dem Medium Zeit und weiß, dass es ein Faktor ist, den ich immer mit einberechnen muss. Und wenn ich heute ins Studio gehe, also Fitnessstudio, und morgen ins Fitnessstudio gehe, werde ich im Spiegel nichts sehen. Wenn ich eine Woche lang ins Fitnessstudio gehe, werde ich im Spiegel auch nichts sehen. Wenn ich das aber ein Jahr lang tue, dann werde ich auf jeden Fall was sehen. Und das ist was, das wissen meistens Steinbock-Menschen. Sie wissen das. Und es ist dieses, sie wollen was Langfristiges aufbauen, wo sie wissen und stolz drauf sind. Das habe ich getan, das habe ich geschafft. Und wenn du Mars im 10. Haus hast, dann willst du das auch. Und dann ist das eine Ambition, die dich immer wieder antreibt, die immer wieder dazu bringt, ey, ich will die Welt von oben sehen und ich will wissen, wie es dort oben ist. Also es ist dieses, ich bin für mein Leben selbst verantwortlich. Ich bin nicht abhängig von den Geschichten, die mir passiert sind, sondern ich kann mein Leben kontrollieren. Also das ist was, gerade wenn man zum Beispiel Mars in
Krebs sieht, der gegenüber sitzt, der hängt ja sehr in der Vergangenheit fest, der hängt sehr in seinen Geschichten fest, in seinen Emotionen. Und der Ausgleich ist eigentlich, ja, Mars in Steinbock, Disziplin, Ausdauer und die Struktur. Also ja, du merkst schon, ein erhöhtes Marszeichen hat schon viele Vorteile, kommt mit vielen Qualitäten und muss natürlich eben, wie gesagt, auch manchmal lernen, vielleicht ein bisschen flexibler zu sein, vielleicht dann doch auch manchmal die Dinge, ja, loszulassen. Aber es ist wirklich schon jemand, wenn es zur Ambition kommt und Verantwortungsbewusstsein, sehr, sehr ausgeprägt. Und ja, lass dir gesagt sein, hast du dieses Mars Placement, dann tu es draus, mach was, dream big.